Und hallo, da bin ich mal wieder. Und was haben wir diesmal hier Schönes? Ein Bluetooth-Lautsprecher von JBL und zwar den Flip 2. Schauen wir uns mal die Verpackung an. Sie ist nicht sehr groß. Kurze Anleitung, wie man sein Handy damit verbindet. Ist mit Freisprechfunktion. Hier Bluetooth-Funktion, Akku-Funktion und Rauschunterdrückung. Genauere technische Details stehen noch drauf, zum Beispiel Frequenzbereich ist von 100 bis 20 kHz, also 20.000 Hertz. Maximale Lautstärke ist 86 Dezibel und wir haben einen Output von 2x6 Watt. Was ist in der Verpackung enthalten? Einmal der JBL Flip 2, ein USB-Adapter, ein USB-Kabel, eine Tasche, nenne ich das jetzt mal, Carrying Case, in der man die Box unterwegs mitnehmen kann und ein Quick Start Guide. Hier steht noch, mit was man es benutzen kann, Laptop, Tablet, Handy, also alles was Bluetooth hat. Dann reden wir nicht länger außen rum, sondern gucken mal rein. Hier, schön weich verpackt der Lautsprecher. Hier das Case. Und das war's auch schon. Gucken wir mal rein, was uns die Verpackung versprochen hat, ob das auch drin ist. Yep. So, hier haben wir einmal den Universaladapter. Für andere Länder. Ich weiß gar nicht, für was das jetzt ist. Dann einmal was Kleines hier. Ah, okay. Da kann man das hier, glaube ich, irgendwie zusammenstecken. Weiß ich nicht. Ah, so. Jetzt hat man nochmal einen Normalstecker. Hier nochmal Flachstecker, ein größerer Aufsatz. Ganz einfach, überall USB-Ausgang damit. Und einmal ein Micro-USB-Kabel. Ist der gleiche Stecker wie beim normalen Handy. Das heißt, man kann auch Handy-Ladekabel dafür benutzen. Oder umgekehrt. Das fürs Handy. So, hier Quick Start Guide. Den lasse ich gerade so verpackt. Brauche ich nicht. Spannend, spannend. Hier der JBL Flip 2. Hier meine Hand, die ist relativ groß, aber der Teil an sich ist nicht groß. Das seht ihr richtig. Hier haben wir zwei Buchsen. Einmal die fürs Ladekabel, Micro-USB. Und einmal eine AUX-Box für kabelgebundene Audio-Wiedergabe. Hier sind 5 Punkte. Da sieht man den Akkuladezustand. Hier ist mit NFC, heißt Handy hinhalten, wird verbunden. Hier die Laut-Leise-Taste, Telefonfunktion, Ausknopf und der Bluetooth-Knopf. Bei jeweiliger Funktion leuchten die dann. Das ist jetzt an. Das gibt jetzt so Töne von sich, das heißt, dass es auf aktiver Bluetooth-Suche ist. In der Zeit kann damit ein Handy verbunden werden. Das kriege ich hier drauf. Dann wird das getrennt, wenn eins verbunden war. Lautstärke-Leise-Taste, ganz normal. Das ist eine Gummi-Oberfläche. Das ist angenehm zum Drücken. Hier sieht man jetzt den Akkuladezustand. Der ist fast ganz voll. Hier noch ein paar Spezifikationen, die so auf jedem Gerät stehen. Ja, jetzt sieht man es. Nun, das war's auch schon. Das ganz normale Metallgitternetz. Ist stabil, aber nicht wasserfest halt. Der Klang ist, das kann ich euch schon verraten, da ein Kumpel von mir das auch hat, ist hervorragend.
und für die Größe eigentlich überragend, kann man absolut gar nichts sagen. Und der Akku hält eigentlich bei voller Lautstärke 5 Stunden. So, geht's wieder aus. Also da kann man nicht meckern bei dem Teil. Probiert's aus, kostet um die 80 Euro. Ist empfehlenswert und lohnt sich echt. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch Fragen habt, einfach Kommentare schreiben, anschreiben oder was auch immer für Möglichkeiten noch offen stehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und viel Spaß. Tschüdelü.